Gut, hier noch ein kleines, erstes kurzes Tippvideo, sage ich mal so, zu den Dreiecken, wo SWS gegeben ist. Ja, SWS bedeutet, es sind zwei Seiten gegeben und der eingeschlossene Winkel. Und das habe ich in einem Beispieldreieck mal hier dargestellt. Also zwei Seiten, die zusammenliegen und dann hier der eingeschlossene Winkel. Und gesucht ist die gegenüberliegende Seite. Also hier C wäre gesucht. Gut, hier kann ich jetzt nicht nach dem so vorgehen wie bisher bei dem Sinussatz, denn das Problem liegt eigentlich ziemlich auf der Hand. Und zwar, wenn ich jetzt so versuche zu teilen, dass jeweils eine Seite in einem rechtwinkligen Dreieck liegt, also meinetwegen so wie hier, ich teile mal diese Seite. Dann habe ich das Problem, da das der einzige Winkel ist und ich den teile in einem Verhältnis, was ich nicht kenne, ich dann entweder in diesem Dreieck nur eine Größe gegeben habe oder in diesem Dreieck auch nur eine Größe gegeben habe. Das heißt, diese Teilung hier funktioniert nicht. Ich muss also anders teilen, indem ich sage, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal von A aus, ich könnte das gleich auch hier von B aus machen. Ich fälle jetzt hier von A dass die Höhe praktisch auf die gegenüberliegende Seite, noch nicht so ganz gelungen, aber ich male hier einfach mal einen rechten Winkel ein. So, das ist meine Höhe. Und jetzt sollte das Problem vielleicht noch nicht ganz auf der Hand liegen, weil das erste Dreieck hier, das gelbe Dreieck, kann ich noch relativ einfach berechnen, wie vorher auch beim Sinussatz. Denn ich habe ja hier eine Seitenlänge gegeben und hier einen Winkel. Damit kann ich schön meine Höhe berechnen. Machen wir den Ansatz vielleicht noch einmal kurz. Das habt ihr vorher ja geübt. Das sollte jetzt eigentlich einfach sein. Wenn ich das gelbe Dreieck hier betrachte, also dieses, dann kann ich hier rechnen, kann ich praktisch sagen, H ist meine, betrachtet zu dem Winkel Gamma, dann das ist ja mein einziger Winkel, den ich gegeben habe, ist H die Gegenkathete und B die Hypotenuse. Das heißt, nach meiner Formel hier, Gaga, Aha, AG bietet sich eine Gegenkathete zur Hypotenuse und das wäre der Sinus. Also kann ich sagen, Sinus Gamma ist gleich Gegenkathete, also H, zur Hypotenuse B. Das kann ich natürlich nach H auflösen. Dann kann ich sagen, H ist gleich mal B auf beiden Seiten, dann habe ich B mal Sinus Gamma. So, das kennt ihr von dem Sinussatz. Und jetzt würde ich praktisch auf das grüne Dreieck wechseln. Also hier hin. Moment. So, also das grüne Dreieck. Und jetzt habe ich mir ja H beschafft, genau wie vorher auch, und würde jetzt in dem grünen Dreieck rechnen. Aber ich hoffe, ihr seht das Problem. H ist die einzige Größe. Ich habe hier keinen Winkel mehr gegeben oder keine weitere Seite. Denn ich habe zwar noch die Seite A gegeben, aber auch die wird hier irgendwie aufgeteilt in einem Verhältnis, das ich nicht kenne. Also kann ich so nicht weiterrechnen. Gut, jetzt muss man clever sein, überlegt sich einmal, welche Dinge habe ich gegeben. Also schreibe ich das mal hier hin. Gegeben habe ich allgemein A, B und Gamma. Gut, B habe ich schon verknuselt und Gamma habe ich verknuselt, hier oben in dieser Formel, im gelben Dreieck. Und das, was ich noch nicht benutzt habe, ist offensichtlich A. Kann ich aber auch nicht benutzen bei dieser Aufteilung. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, okay, also ich habe den Punkt Gamma ausprobiert, Höhe zu fällen auf die gegenüberliegende Seite hat nicht funktioniert, weil ich Gamma teile. Vom Punkt A aus die Höhe zu fällen, funktioniert offensichtlich nicht, weil ich hier die Seite A teile. Wenn ich vom Punkt B die Höhe auf die Seite B fälle, na, dann funktioniert es genauso nicht, weil ich hier die Seite B nach einem bekannten Verhältnis teile. Okay, das sieht erstmal so aus, als wenn es nicht geht. Aber jetzt kommt der zweite Trick, den ich euch verraten will. Da brauchen wir neue Farben. Und zwar habe ich ja diese Angabe noch nicht verwendet und ich versuche sie jetzt irgendwie geschickt mit einzubinden, indem ich sage, okay, ich kann A aufteilen in zwei Anteile, also hier A1, sage ich mal, und hier unten, nehmen wir eine andere Farbe,
Hier unten A2. Ich weiß nur nicht, in welchem Verhältnis A1 zu A2 liegt. Aber ich weiß, A2 plus A1 ergibt zusammen A. Okay. So, A2 kenne ich nicht. Hier die Länge würde ich aber gerne kennen, denn wenn ich A2 hätte, dadurch, dass ich hier unten das grüne rechtwinklige Dreieck habe und H ja bereits berechnet habe, na wunderbar, dann könnte ich natürlich das untere Dreieck berechnen und damit auch die Seitenlänge C. Habe ich aber noch nicht, aber ich gehe nochmal wieder einen Schritt zurück. Also hier grüne ist nochmal gestrichen. Ich gehe nochmal wieder zurück zum gelben. Gut, und bei dem gelben kann ich ja weiterrechnen. Da habe ich mir ja jetzt hier die Höhe berechnet, B habe ich, Gamma habe ich. Gut, dann kann ich mir auch A1 berechnen. Ich denke, das kriegt ihr selber hin, A1 zu berechnen. Wem das zu schwierig ist, mit den ganzen Formeln hin und her zu dingsen, der kann natürlich auch hier erstmal mit den Zahlen rechnen. Wer aber gut ist in Thermoformeln, hoffe ich, kommt mit diesem Tipp erstmal weiter, A1 zu berechnen und dann das entsprechend hier einzusetzen und sich dann A2 daraus auszurechnen. Falsche Farbe, Moment. Sich dann hier A2 auszurechnen. Na gut, und wenn ich A2 habe, dann ist in dem grünen rechtwinkligen Dreieck C, denke ich mal, auch ein Klacks. Wenn ihr das mit Zahlenwerten machen wollt, ist das alles überhaupt kein Problem. Dann denke ich mal, habe ich euch jetzt genug Tipps gegeben. Aber wir wollen ja zu einer allgemeinen Formel, denn jeweils so aufwendig, so ein SWS-Dreieck zu berechnen, das macht keinen Spaß. Deswegen suchen wir eigentlich die Formel, sodass ihr hinterher nur noch einsetzen braucht. Und dann dürftet ihr nicht die Werte einsetzen, sondern ihr müsstet tatsächlich mit dieser Formel weiterrechnen und auch dieser Formel und das, was hier für A1 rauskommt. Und dann kommt ihr auf einen recht komplizierten Ausdruck und ich sage euch gleich, das ist wirklich eigentlich nur was für Thermoformungsspezialisten. Und damit die Thermoformungsspezialisten nicht völlig verzweifeln, gebe ich euch noch einen letzten Tipp. Und zwar werdet ihr irgendwann stoßen auf das Quadrat von Sinus und das Quadrat von Cosinus. Und ich sage euch jetzt, wenn ihr habt das Quadrat von Sinus zu irgendeinem Winkel plus das Quadrat, plus das Quadrat von Cosinus zu dem gleichen Winkel, wenn ich das beides zusammen addiere, dann ergibt das 1. Das hat was mit dem Einheitskreis zu tun und das hatten wir noch nicht, deswegen lasse ich das hier einfach mal so stehen und bleibe euch die Erklärung schuldig und dazu kommen wir später. Okay, ich bin sehr gespannt, wer das hinkriegt.